Heute Abend essen wir mal was Gesundes. Und damit ist ein saftiger Salat gemeint. Gurke nicht vergessen. Ach, ich schneide einfach die ganze. Rein mit dir. Autsch! Was war das? Da ist ein Splitter in meiner Haut. Och, ich muss den rausbekommen. Das funktioniert nicht, oder? Nee, besser nicht. Das ist eine schlechte Idee. Ein Schottglas? Ich muss doch irgendwas Besseres haben. Streichhölzer? Könnte ich doch mal ausprobieren. Wenn du dir wie Lilly einen Splitter eingefangen hast, nimm ein Streichholz und zünde es an. Erhitze das Schottglas von innen. Wenn das Feuer ausgeht, lege das Glas über die Wunde. Ist einfach rausgefallen, siehst du? Und das ganz schmerzlos. Tut mir leid, dass ich dich loswerden muss. Aber von jetzt an benutze ich so eins hier. Sanft und splitterfrei. Oh, es ist kühl heute Morgen. Machst du mal schnell das Feuer an? Ja, ich arbeite dran. Jetzt braucht es nur noch ein bisschen Sauerstoff. Warte, das brennt gleich, das weiß ich. Ich muss nur noch ein bisschen pusten. Oh, mir wird ein bisschen schwindelig. Jared? Geht's dir gut? Hast du mir gerade Wasser ins Gesicht gespuckt? Ja, du warst ohnmächtig. Hör zu, mach mal eine Pause. Eigentlich... Ja, ich habe noch eine Idee. Ich brauche zwei Plastikflaschen dafür. Die eine passt genau in die andere und wird zum Blasebalg. Siehst du? Kein Pusten mehr nötig. Aha. Schau, Jared, es klappt. Was? Oh, schau, das Feuer. Ah, keine große Sache. Ich hab's einfach gemacht. Jetzt wird mir aber heiß. Hey, Amy, hier drüben. Ah, ich komme. Wow. Oh je. Das hat bestimmt wehgetan. Mensch, die sollten ein Warnschild aufstellen oder sowas. Och, das brennt total. Aua, au. Ja, das sieht übel aus. Und es fühlt sich auch so schlimm an, wie es aussieht. Ah, Amy, probier mal, mein Deo drauf zu machen. Es ist ein Versuch wert, schätze ich. Ja, einfach draufrollen. Hey, das tut nicht mal weh. Hey, Mädel. Nee, geh da nicht lang. Ups, und da fällt sie. Ja, es hat noch eine hingelegt. Lass uns ihren Tag retten, ja? Auf geht's, Zeit zum Wandern. Tada, ein schöner See. Ah, ich falle. Ich bin klatschnass. Jared, hilf mir. Oh, Betty, halt dich fest. Ich rette dich. Oh, Mann, das Wasser war so kalt. Oh, du bist ja klatschnass. Schau doch mal, meine Stiefel sind voll Seewasser. Hör zu, du musst die nassen Klamotten ausziehen. Die lassen deine Körpertemperatur sinken. Ja, aber mir ist immer noch so kalt. Warte, mir fällt schon was ein. Ich mache ein Feuer. Wo sind denn die Streichhölzer? Na, Jared, wir können kein Feuer mit nassen Streichhölzern machen. Vielleicht gibt es ja noch was, was wir da rausnehmen können. Oh ja, Frischhaltefolie, das wird klappen. Okay, mir ist so kalt, dass ich bereit bin, alles zu versuchen. Ich wickel dich damit ein. Vertrau mir, das hilft. Wir dürfen deinen Oberkörper nicht vergessen. Also gut, jetzt noch die Vorderseite aufschneiden. Und siehst du, jetzt hast du eine Jacke aus Plastikfolie. Wow, die hält mich tatsächlich warm. Oh, mein Held. Es geht nichts über eine kleine Sommerlektüre. Hey, Steven. Oh, du musst dieses Buch lesen. Au. Na, jedenfalls, wie ich schon sagte. Dumme Mücke. Au.
Oh, ich glaube, ich spüre einen Stich. Ach, schau dir das an. Warum greifen mich die blöden Viecher immer so an? Steven, ich will nicht, dass du ausflippst oder so, aber dieses Biest ist genau auf deiner Stirn gelandet. Lilly! Oh. Was geht hier draußen denn vor? Boah, das ist, als ob wir lebendig aufgefressen werden. Und da kommen immer mehr. Wie bringen wir die denn nur dazu, uns in Ruhe zu lassen? Lauf! Wie sollen wir je wieder draußen abhängen können? Oh, ich bin mit roten, juckenden Stichen bedeckt. Das ist schlimmer als damals, als ich die Windpocken hatte. Ja, das ist wirklich ein Sommerknaller. Schau dir das Ding an. Och Mann. Hey, meine Zahnpasta. Glaubst du, die könnte uns ein bisschen Linderung verschaffen? Versuchen wir es doch mal. Drück einfach einen kleinen Klecks auf den Stich. Ja, oder auf alle. Na, den hätte ich beinahe übersehen. Bist du sicher, dass es funktioniert, Lilly? Warum vertraust du mir nicht? Ich werde es dir beweisen. Nur ein kleiner Klecks und das Jucken hört auf. Okay. Und nach ein paar Minuten ist der Stich Geschichte. Wow, kennen Ärzte diesen Trick? Ich hab dir doch gesagt, dass du mir vertrauen kannst. Jetzt können wir wieder im Hof rumhängen. Und müssen uns nicht mit juckenden Stellen abplagen. Wir sollten mehr Zahnpasta auf die Einkaufsliste setzen. Wow, ich habe 2 Wochen auf deine Ankunft gewartet. Und Mann, werden wir eine gute Zeit haben. Neue Schuhe zu tragen ist das Tollste, nicht wahr? Vom Park bis zum Einkaufszentrum, man will sie überall anhaben. Ja, aber dafür muss man auch einen Preis bezahlen. Hi, Amy. Oh Mann, die neuen Schuhe, die bringen mich um. Siehst du? Oh, das sieht aber heftig aus. Oh, ich hab's. Sag Hallo zu deinem neuen besten Freund. Ein Streifen von dem ist alles, was du brauchst. Hey, ich werde es mal versuchen. So, das sollte reichen. Schauen wir mal. Ja! Oh, nichts und niemand kann diese beiden Mädels mehr aufhalten. Oh, Strandzeit. Los geht's. Fang diesen Wurf. Oh, du machst es toll. Im Wasser laufen und den Ball springen lassen. Strandtag-Selfie. Oh, die Sonne ist so warm. Oh. Alles tut weh. Ja, nicht anfassen. Mein Sonnenbrand ist so schlimm, ich kann nichts anfassen. Was sollen wir denn machen? Warte, ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Wir haben diese Aloe Vera Pflanze. Wir können mit ihr unseren Sonnenbrand behandeln. Ich nehme ein Messer, um die Haut vorsichtig abzuschneiden. Oh ja, schau dir das ganze Aloe-Gel an. Mit einem Löffel ziehe ich alles ab. Perfekt, einfach so. Und jetzt ab in den Mixer damit. Deckel drauf und los geht's. Das war's schon, nicht allzu lang. Es ist ein bisschen flüssiger. So, jetzt kann ich es in den Eiswürfelbehälter gießen. Genau so. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Einfrieren. Die Aloe-Eiswürfel sind fertig. Okay, schau dir das an. Das ist kühlend und heilend. Aloe ist toll bei Verbrennungen. Schau dir das an. Meine Haut sieht schon viel besser aus. Aber das gibt's doch nicht. Gib mal her. Ja, wir haben eine ganze Schale. Du kannst deinen eigenen haben. Oh, mein Gott. Bin ich froh, dass der Unterricht endlich vorbei ist. Bis später, Kumpel. Wow! David? Ups! Nichts passiert. Ah, bist du okay?
Das sieht echt schlimm aus. Es tut mir so leid. Ich habe etwas, das helfen wird. Vertrau mir nur. Ist es das, was ich denke, dass es ist? Ja, aber so hast du ihn bestimmt noch nie benutzt. Roll ihn einfach auf, bis er komplett ausgerollt ist und so aussieht. Und leg ihn dann über die Wunde. Benutz eine Schnur, um ihn zu fixieren. Wow! Ich danke dir, Chloe. Da hatte ich ja noch mal Glück gehabt. Uh.